Aufgabe aus der Beispielsammlung von Seite 25, Nummer 19, getitelt mit Wassersportlich. Ein rechteckiger Pool hat die unten dargestellte Form mit der Länge L und der Breite B. Außerdem fällt der Boden gleichmäßig im Winkel Alpha ab, sodass der Pool immer tiefer wird. Der Arbeitsauftrag: Stellen Sie eine Formel für das Volumen V auf, wenn B, L, T1 und Alpha bekannt sind. B, L, T1 und Alpha bekannt bedeutet, dass nur diese Größen in der Formel für das Volumen V vorkommen dürfen, nicht T2, obwohl sie auch in grün gehalten ist. Der Pool ist ein Quader. Ein Quader ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche gleich sind, das heißt gleich geformt und gleich groß. Nicht diese beiden Rechtecke sind Grund- und Deckfläche, denn da ja dieser Pool immer tiefer wird, muss wohl das hier vorne liegende Rechteck größer sein als das hinten liegende. Die beiden gleichen Flächen sind die Seitenflächen, die ich hier rosa umrande. Und die Höhe des Quaders, das ist ja immer der Abstand von Grund- und Deckfläche, das ist die Seite B. Schauen wir uns mal nicht im Schrägriss so eine Seitenfläche an. Hier oben haben wir die Länge des Pools mit L bezeichnet. Hier ist die geringere Eingangstiefe T1 und rechts die größere Tiefe T2. Wenn wir hier eine Parallele zu L legen, das sollen diese Gänsefüßchen bedeuten, dass diese beiden Strecken, die waagrechte rosa gehaltene und die rot punktierte Linie, parallel liegen, dann haben wir hier den Winkel Alpha. Ich teile diese Fläche in zwei Teilflächen, in ein Rechteck und ein darunterliegendes rechtwinkeliges Dreieck. Ein Rechteck hat eine Länge und eine Breite. Die Länge ist hier ohnehin mit L bezeichnet, die Breite mit T1. Für den Flächeninhalt des Rechteckes gilt ja, groß A ist Länge mal Breite, auf unsere Bezeichnungen bezogen, groß A ist gleich L mal T1. Nun zum rechtwinkeligen Dreieck. Hier ist die eine Seite wiederum L und die andere, die rot gezeichnete, die kennen wir nicht. In Erinnerung gerufen, nur B, das ist hier nicht eingezeichnet, L, T1 und Alpha dürfen als bekannt vorausgesetzt werden, nicht T2, sonst wäre es ja einfach. T2 wäre diese gesamte Tiefe und wenn wir von T2 T1 abzögen, erhielten wir die rot gehaltene Strecke. Da wir sie nicht kennen, nenne ich sie x. Warum brauche ich sie überhaupt? In diesem rechtwinkeligen Dreieck sind ja wohl die Seiten L und x jene, die den rechten Winkel einschließen, das sind die Katheten. Und diese beiden Katheten benötige ich für den Flächeninhalt des rechtwinkeligen Dreiecks. Wie können wir nun dieses x mit den Größen L und Alpha bestimmen, denn die dürfen wir in dem Dreieck verwenden. Wie schon erwähnt, rechts oben der rechte Winkel. Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist immer die Hypotenuse. So kann ich auch zweifelsfrei feststellen, dass die beiden anderen Seiten, hier mit L und X bezeichnet, die Katheten sind. Wenn ich einen Winkel in einem rechtwinkeligen Dreieck kenne und ich möchte eine Seite bestimmen, dann funktioniert das immer über Winkelfunktionen.
Nun überlege ich, in welcher Winkelfunktion kommen denn beide Katheten vor, denn die Hypotenuse kenne ich nicht und brauche ich nicht. Das ist, man sehe ins Formelheft, der Tangens eines Winkels mit Gegenkathete durch Ankathete. Der Winkel heißt bei uns Alpha, die dem Winkel Alpha gegenüberliegende Kathete ist x, die am Winkel Alpha anliegende Kathete ist L, sodass mit unseren Bezeichnungen der Tangens von Alpha lautet Gegenkathete x durch Ankathete L. Wenn wir nun x ausdrücken wollen, dann stört uns noch das L. Das L ist mit x mit Division verbunden, nichts anderes stellt der Bruchstrich dar. Also multiplizieren wir beide Seiten mit L und erhalten L mal dem Tangens von Alpha ist x, denn x durch L mal L ist x. Wer sich beim Umformen von Gleichungen schwer tut, der kann das in GeoGebra im CAS-Fenster lösen. Ich setze nun für x den Ausdruck L mal Tangens von Alpha ein. Für das rechtwinkelige Dreieck gilt, der Flächeninhalt ist a mal b halbe, wobei a und b die Katheten sind, also bei uns L mal Tangens von Alpha halbe. L mal L ist wohl L Quadrat. Also weiß ich jetzt, der Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks mit den erlaubten Größen ausgedrückt lautet L hoch 2 mal dem Tangens von Alpha halbe. Ich nenne jetzt die Seitenfläche G wie Grundfläche. Und die Grundfläche besteht doch nun aus der Fläche des Rechtecks L mal T1 plus der Fläche des rechtwinkeligen Dreiecks L hoch 2 mal dem Tangens von Alpha halbe. Für das Volumen eines Quaders gilt Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche steht oben. Ich muss sie deswegen einklammern, weil die Grundfläche, die hier mehrgliedrig ist, die gesamte Grundfläche also mit der Höhe h multipliziert werden muss. Wir erinnern, die Höhe h des Quaders ist b, also multiplizieren wir die Klammer mit b und haben damit mit L mal T1 plus L hoch 2 mal Tangens von Alpha halbe in Klammer mal B eine Formel für das Volumen V, in der nur die erlaubten Größen vorkommen. Wir könnten diese Formel noch vereinfachen, wir könnten zum Beispiel L herausheben, das ist aber etwas diffizil und da hier nicht eine möglichst vereinfachte Formel verlangt ist, möchte ich es so stehen lassen. Der zweite Arbeitsauftrag lautet, berechnen Sie das Volumen in Hektoliter, wenn B 8 Meter, L 12 Meter, T1 50 cm und Alpha 6,18 Grad sind. Ja, wir haben ja schon die Formel hergeleitet und setzen nun diese Größen ein. Bitte wieder einmal Vorsicht! Wir haben hier zweimal Meter, einmal Zentimeter. Ich habe mich entschieden, alle Größen in Metern einzusetzen. Damit muss ich die 50 Zentimeter in Meter verwandeln, da ein Meter 100 Zentimeter besitzt. Ich Zentimeter habe und nach Meter möchte, heißt das, ich möchte von 100 auf 1, deswegen muss ich 100 durch 100 dividieren, um auf 1 zu kommen. Dasselbe mache ich mit 50, 50 durch 100 ist 0,5. Also weiß ich, 50 cm sind 0,5 Meter. Ja, wir tippen das aus und erhalten für das Volumen V 110,37 Kubikmeter auf 2 Nachkommastellen gerundet. Da das Volumen in Hektolitern verlangt ist, müssen wir noch umwandeln. Zunächst verwandeln wir die 110,37 Kubikmeter in Kubikdezimeter. Hier gilt, ein Kubikmeter
hat 1000 Kubikdezimeter. Wir haben Kubikmeter, wollen auf Kubikdezimeter. Das heißt, wir wollen von 1 auf 1000. 1 mal 1000 ist 1000. Das gleiche rechnen wir mit 110,37 und erhalten 110.370 Kubikdezimeter. Ich habe deswegen die Kubikmeter in Kubikdezimeter verwandelt, weil ich von diesem Raummaß gut in ein Hohlmaß komme, denn es gilt ja, dass ein Kubikdezimeter einem Liter entspricht. Natürlich müsste ich jetzt diese Multiplikation mit 1 nicht durchführen, ich wollte nur nochmals die vorhin angegebene Form anschreiben. Es gilt demnach, 110.370 Kubikdezimeter entsprechen 110.370 Litern. Die Liter nun noch in Hektoliter umgeformt. Hier gilt, ein Hektoliter hat 100 Liter. Wir haben Liter, wollen auf Hektoliter, das heißt, wir wollen von 100 auf 1. 100 durch 100 ist 1. Ich dividiere demnach auch die 110.370 Liter durch 100 und erhalte 1103,7 Hektoliter. Das Ergebnis deutlich gekennzeichnet, damit ist der zweite Arbeitsauftrag ebenfalls erfüllt.